Jojo, vor der Saison ist GC relativ wenig zutraut worden. Jetzt ist die Mannschaft nach 5 Runden immer noch ungeschlagen und steht auf dem 3. Rang. Was sind aus deiner Sicht die Gründe für den erfolgreichen Saisonstart? Ja, ich denke, es hat zwei ganz wichtige Gründe. Das eine ist, dass wir die Stamm 12, 13 Spieler beibehalten haben. Die sind immer noch da geblieben. Das heisst, die Integration ist weggefallen von grossen taktische Veränderungen. Und die Neuen, die dazugekommen sind, das ist auch ein wichtiger Punkt, die haben sich sehr schnell integriert, also schon auf Schabani, ziehen Dinge, das sind Spiele, die unbedingt an haben wollen, haben sich von der Mentalität perfekt an, sich wohlfühlen da bei uns. Und das ist natürlich auch ein entscheidender Grund, dass wir auch so gut können starten können. Die Mannschaft bringt eine super Mentalität auf den Platz. In 5 Spielen haben wir schon 3-mal einen Rückstand wettmachen. Was sind die Gründe dafür, dass sie so eine Moral und so einen Willen an den Tag legen kann? Ja, die Leidenschaft für die Arbeit. Ich denke, das sind wir als Trainer verantwortlich. Das ist meine Denkweise, was ich verlange von den Spielern. Es geht ja letztendlich um Menschen und die müssen miteinander ein Ziel haben, dass sie erfolgreich ihren Job ausüben. Und ich versuche das so vorzuleben mit meinem Staff, dass wir jeden Tag Spass haben an dem, was wir machen. Und das ist auch so und so. Und dann das Taktische und Technische, dass man variabel muss sein, dass Spieler das auch müssen, adaptieren und dazulernen, das ist normal. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass sie die Leidenschaft am Tag legen, einfach sich zu verreisen und auch bereit sind zum Lernen. Die Mentalität stimmt also. Was kann aus deiner Sicht noch verbessert werden? Und wie willst du das Team in den nächsten Monaten weiterentwickeln? Was sehr gut läuft im Moment, ist sicher, dass wir ein ganz gutes Umschaltspiel haben, dass wir auch eine gewisse Zweikampfstärke haben. Zweite Ball sind wir sehr gut präsent. Und jetzt geht es darum, mit dem Ball noch flexibler zu sein. Das ist der schwierigste Part, noch mehr Chancen zu kreieren, dass wir auch noch ein bisschen mehr Gewicht nach vorne bringen, indem wir auch unser Spiel variabler gestalten in der Offensive. Das braucht Zeit, das ist immer das Schwierigste, aber mit der richtigen Mentalität und auch die Lernbereitschaft bringen wir das an. Und Hand aufs Herz, was ist mit deinem Team in dieser Saison möglich? So wie es jetzt läuft, kann sehr vieles möglich sein, aber es braucht natürlich immer ein Quäntchen Glück, dass wir auch gesund bleiben, dass die Spiele auch immer noch ein bisschen für uns laufen, aber in erster Linie der Glaube, dass wir etwas können bewegen in dieser Saison. Und wenn wir unter die ersten 5 kommen, dann können wir sagen, dass wir uns sicher einen grossen Teil verbessert haben zur letzten. Und dann sehe ich natürlich auch als Ziel für die Saison, dass wir im Cup auch ein bisschen weiter kommen wollen und da uns vielleicht wieder mal etwas nach Zürich holen. Danke vielmals und viel Erfolg für die Saison. Danke vielmals.